Ja gut, Tag allerseits. Ja, ihr Schaffner, ihr seht den Freunde fürs Leben Bar Talk und heute bei uns zu Gast Paula Schwarz. Freut mich sehr, dass du hier bist. Danke, dass ich kommen durfte. Paula, ich könnte jetzt erzählen, was du alles machst und schon gemacht hast. Und ich habe im Vorfeld überlegt, wie könnte ich mit einem Wort sagen, was du bist, was du machst. Und da ist mir am ersten noch so Systemdenkerin eingefallen. Triffst du es ungefähr? Ja. Also konkret heißt es in deinem Fall, was erwächst aus deinem Systemdenken? Eine Struktur, die nicht sichtbar ist mit dem bloßen Auge. Diese Bar kann man sehen. Ein Prinzip wie beispielsweise Uber kann man nicht sehen. Ja. Das mache ich. Sowas zu versuchen zu verbildlichen, mit Menschen zu besetzen. Ich baue Spielfelder, sagt man mir manchmal. Ah ja. Konkret heißt es, wir können ein Beispiel uns nehmen, wohl das, in dem du auch am meisten Energie reinsteckst, jetzt schon länger, das World Datanomic Forum. Mhm. Worum geht's da? Also das hatte seine Anfänge in meinem Privatleben, weil ich selber aus einer Pharmafamilie komme und ich mich da ein bisschen aufgemuckt habe. Und ich habe starke Freunde gebracht, die mich da unterstützen, aus dieser Erbschaft rauszukommen. Und daraus haben sich dann ein paar Wahnsinnige entwickelt, die als Unternehmer sehr, sehr fähig sind. Aber Aktivisten sind eben auch dabei, Datenwissenschaftler. Und es sind vor allem Menschen, die ausgezeichnet werden für ihre Superhero-Fähigkeiten. Also die Innovation auf eine Art nutzen, die so noch nicht gesehen wurde. Die Greta ist ein Beispiel. Und die soziale Reputation zählt auch dazu, also auszuwählen, wer denn in dieses Forum reinpasst. Und Daten, also World Datanomic Forum deswegen, weil Daten Transparenz schaffen und wir haben unter den Entscheidern in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit das Problem, dass viele Menschen sehr stark lügen, um an die Macht zu kommen. Und dafür nutzen wir dann Daten, um zu gucken, beispielsweise, wofür gibt Trump sein Geld aus? Ja, da gab es auch Themen wie Wahlfälschungen. Und auch, wie ist die Reputation von Menschen wie ihm oder anderen Politikern. Und das ist einfach ein Sicherheitsmedium, um dann möglichst effektiv und gut Entscheidungen zu treffen und die richtigen Leute auszuwählen, um richtig Karacho zu machen auf der Welt, um ein bisschen was umzuschaukeln. Positiv. Der Überbau ist ja bei dem Ganzen, dass man die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht mehr profitorientiert gestaltet, sondern dass sie dem Menschen zugutekommt. Ja. Damit macht man sich ja nicht nur Freunde, vor allen Dingen auf Nein. der Ebene, wo jetzt halt noch entschieden wird. Ja. Wie gehst du persönlich denn mit diesem permanenten Gegenwind um? Es ist ein persönlicher Wachstumsprozess. Ich bin zuerst auf meine eigene Familie losgegangen, um mich von eben einer Erbschaft loszusagen, von ganz viel irgendwie, du musst so sein, du musst so und so leben. Und ich glaube, wenn du deine eigenen Eltern hackst, hast du ein gewisses Rückgrat. Ja? Also dann kann man halt erstmal alleine stehen. Und das hat mir am Anfang geholfen, dass ich sehr aggressiv gegen meine Familie erstmal sein musste. Man muss da zur Erläuterung sagen, dass deine Familie sehr, sehr, sehr wohlhabend ist. Also ein Pharma. Da gab es auch sehr, sehr, sehr viele Leute, die das überhaupt sehr, sehr, sehr scheiße fanden, was ich da mache. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und du hast ja an einem Punkt so mit deiner Herkunft und deiner Erziehung gebrochen, indem du sagst, ich möchte nicht in diesem Konstrukt so verhaftet sein wie alle vor mir, inklusive ihr, meine Eltern. Ja, ich baue, wie gesagt, Spielfelder
Und ich wollte das schon immer tun. Ich habe da auch eine spezielle Begabung für. Also das, bei mir wurde Autismus auch festgestellt. Und ich bin in diesem Mensa-Netzwerk eben von den Hochbegabten. Und es ist ein Thema, dass wenn eine Begabung nicht gesehen wird, weil man eben auch Prinzessin sein soll und lauter kulturelle Fakten glauben soll, also wie zum Beispiel, warum bin ich jetzt besser als du, ja, weil ich irgendwie anders geboren wurde, und ich habe das einfach nicht mit mir machen lassen. Ja. Und deswegen habe ich sehr früh sehr stark gesagt bekommen, dass ich das machen muss, mich so zu benehmen. Und ja, dann helfen einem halt die Daten und die Logik. Also meine Mutter ist Psychologin und hat immer gesagt, ich habe einen an der Latte, wenn ich eben etwas freier sein wollte und irgendwie mit Menschen zu tun haben wollte, die farbig sind, ja, die irgendwie vielleicht schwul sind. Ich durfte nicht schwul sein, ich bin nicht schwul, ja, aber irgendwie, also Freiheit ist Freiheit, ja. Jeder Mensch sollte sein, wie er sein möchte. Hauptsache, man verletzt andere Leute nicht. Und man sollte natürlich auch versuchen, sich selbst dabei nicht zu verletzen. Aber es ist ja schon krass, weil, also wir reden jetzt über deine ganz persönliche, private Geschichte, aber das, was du machst, kommt ja, ohne da jetzt zu groß zu denken, der gesamten Menschheit zugute. Wenn du jetzt diese familiäre Vorgeschichte nicht hättest, würdest du was Ähnliches machen? Oder war das wirklich so der Auslöser schlechthin? Also ich denke, ich würde auf jeden Fall was anderes machen. Und ich denke, was ich versuche mit meiner Arbeit heute, ist eine Welt irgendwie ansatzweise hinzubekommen, wie ich sie als Kind hätte haben wollen. Eine gerechte Welt, eine spielerische Welt, eine liebevolle Welt, eine gesunde Welt. Und ich versuche eigentlich nur eben nachzuholen. Und weißt du, wenn man eben in einer Welt lebt, wo 5% der Bevölkerung 95% der Ressourcen halten, mhm, und wir gleichzeitig eine Überproduktion haben, die Welt kaputt macht, dann ist einfach was falsch. Und Menschen wie mein Vater sind die ganze Zeit nur am Rumfliegen, weil die auch das Gefühl haben, sie können nirgendwo ein gesundes Leben leben, weil das auch so ist. Man muss die ganze Zeit als Mensch, der so eine Ungerechtigkeit hochhält, sollte man sich auch verstecken müssen. Und deswegen habe ich meine Tür lange nicht zugemacht, weil ich versuche dann zu sagen, hey, komm mal runter, und irgendwie muss man ja miteinander reden. Aber diese Leute laufen eigentlich vor sich selber weg. Weil die wollen einfach Gott sein und gleichzeitig wissen sie, dass das total beschissen ist, jemandem sein Brot wegzunehmen quasi, nur damit man noch eine Null mehr auf dem Konto hat, die man überhaupt nicht spürt. Das ist einfach pervers. Wenn man dir so zuhört, dann sind zwei Pole. Also zum einen ist da dieses analytische, sehr pragmatische, genau zu wissen, was du ändern möchtest, mit wem du das ändern möchtest, wie du es ändern möchtest. Und auf der anderen Seite merkt man, dass hinter dieser vergleichsweise analytischen ersten Schicht halt ein riesengroßes Herz ist, das wahrscheinlich größer ist als du selbst manchmal. Und das du dann wieder einfangen musst. Wie fühlt sich das für dich selbst an, so diese überbordende Menschlichkeit auf der einen Seite und dieses hochkomplexe Denken auf der anderen Seite? Also diese Frage wurde mir noch nie gestellt. Ist sie absurd? Nein. Aber ich sitze momentan im Auto und merke das zum ersten Mal selber. Weil ich dachte immer, alle sind so. Und ich, ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass mein Herz gesund ist. Und ich mag mich einfach. Weißt du, ich glaube, die Leute müssen sich auch mal ein bisschen mehr selber mögen, statt immer versuchen, jemand zu sein.
Und so, wenn ich dann mal auf die Fresse bekomme wegen irgendwas, von dem ich weiß, dass mein Herz das richtig findet, dann ist das halt so. Und das ist nicht so schlimm. Also das überlebt man dann auch. Weil das ist so ein Versteckspiel auf der Welt mit guck mal mein Auto, guck mal mein Haus, guck mal meine Bedienstete, aber gucke ja nicht da bei mir rein. Mhm. So, und das macht mich sehr traurig. Du hast für dich jetzt ja offenbar eine Strategie gefunden, wie du selbst durchs Leben kommst und wie du das auch mit Hilfe von anderen Leuten machst, die du gefunden hast. Was würdest du denn jungen Menschen, die uns jetzt zugucken, raten, wie sie sich engagieren und ähnlich wie du dann halt versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ich denke, dass es erstmal sehr weh tut, sich selber ins Auge zu gucken. Also wirklich über Meditation oder über in sich reinführen, weil wir so aufgewachsen sind, dass wir immer gesagt bekommen, wer wir sein sollen. Also das ist auch in Schulen der Fall, dass man ein Abiturient werden soll oder man soll ein Student werden, aber man soll niemand selber sein. Und das ist etwas, was man verstehen muss, wenn man das erste Mal in sich reinguckt, dass da ein Dschungel wahrscheinlich ist. Und das ist dann ganz normal, Schmerzen zu haben. Und das geht wieder weg. Und also sich neu zu erfinden, heißt nicht, sich irgendwie umbringen zu müssen. Es heißt, dass man Teile in sich gehen lassen kann, im jetzigen Leben, die man nicht so mag. Und es ist immer besser, zu sich zu stehen und eben für das aufzustehen, was man richtig findet, statt eine Maske zu tragen, weil das einen nicht glücklich macht. Und das würde ich Ihnen sagen, also dass es sehr wichtig ist, seine eigene Rolle in der Welt zu spielen. Und weißt du, wenn du jetzt irgendwie nochmal Karl Lagerfeld wärst, dann wärst du gar nicht mehr hier. Aber das ist nicht deine Rolle. Jeder Mensch hat seinen Platz auf der Welt. Und es wäre schön, wenn mehr Leute ihren Platz versuchen zu finden, statt versuchen, jemand zu sein. Also findet euren Weg, geht keinen vorgezeichneten Weg, lasst euch nicht für blöd verkaufen. Und wenn ihr hochbezahlt werdet für eine Arbeit, die scheiße ist, moralisch oder die euch keinen Spaß macht, dann ist das am Ende für euch keine gute Gleichung, weil euer Leben ist mehr wert als alles andere. Mehr wert als alles Geld der Welt. Das kann ich so sagen. Und so nehmen wir das jetzt auch. Vielen Dank bis hierhin, Paula. Danke euch.